Ich würde gerne von hier snipen. Ist nicht gut. So, sie ist ja jetzt an der Position oben. Wie kann ich jetzt mit ihm Gedankenkontrolle machen? Ja, Huan ist ja immun. Ich will mal hier hin und gucken, wen ich dann anbeten kann. Keine verfügbaren Ziele? Echt nicht? Glaube ich nicht. Wir gehen in Overwatch. Wir können mal das hier machen. Oder wir gehen auf den Kardinal und hauen ihn um. So. Wir könnten ihn gleich... Also wir könnten den Kardinal komplett wegbumsen, ne? Das ist übelst viel Schaden, den wir machen. Wir hauen dem jetzt mal eine rein. Weil ich glaube, wenn Kardinal Hemmelt da weg ist... Und die schießen halt auf unseren Tank. Und nicht auf sie. Das ist gut. Der muss weg. Das sind immer 12 Damage. Wie sieht's aus? Er kann noch nichts machen. Gehe ich hier hin? Wir sind nicht im Overwatch gewesen. Doch, da hinten. Okay, da geht ihr dann durch. Sektenjäger übernehmen. Dann können wir mit ihm nochmal schießen und gehen erstmal auf den Sektpyroman hier vorne. Bruder, der direkt vor dir steht, oder ich krieg Nasenbluten, Alter. Oder wir machen erstmal ihn weg, ja. Der ist tot, oder? Ja, Kardinal Arschgesicht ist tot. Oder? Yep, der ist weg. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen so deckungsmäßig nehmen. Ja. Und hauen den mal ordentlich mit der Pump in die Fresse. Das ist ja keine Pumpgang mehr. Ich nehme mal. Das ist schon viel Schaden. So. So. Wir gehen erstmal mit der Sniperin vor. Erstmal nachladen, damit wir schießen können. Der wäre hundertprozentig weg. 50, gar keine Feuerlinie, keine Feuerlinie, keine Feuerlinie, keine. Der wäre weg. Der wäre 50. Dann nehmen wir den für 100 raus. Dann haben wir den schon mal wieder weg. You got it. So. Jetzt müssen wir versuchen, ihn hier irgendwie safe reinzukriegen, ohne dass er Schläge kriegt. Genau, dann gehen wir nämlich hier hin mit ihm. Und dann haben wir 100% auf den geradeaus. I'm gonna warn you again. 10 Damage und jetzt sind wir mit ihm draußen dran. Der Sektenjäger ist ja noch die eine Runde mit dabei. Hier kriegen wir 100%. Mach ich. Das nutze ich aus. Dann ist der nächste weg. Wir haben immer noch unser Ass im Ärmel oben, den Sniper. Wow, yeah. Und wir können uns ja auch noch mal heilen. Ein Schaden. Ein Schaden. Wir gucken erstmal, was mit unserer Sniperin los ist. Warte mal.
Boah, die Sicht ist kacke da oben. So, ich gehe erstmal hier hin. Und dann muss ich leider nachladen, oder? Ich schieße wenigstens nochmal mit der Waffe. Ja, Mann. Der ist zurückgestoßen. Was auch nicht schlecht ist. Dann kann ich bei der nächsten Runde nachladen. Und er steht von der Wand weg. Hier kriege ich eine 100%ige Feuerlinie. Dann machen wir ihn nicht weg. Weil der Sektenjäger ist schlimm. So, und der brennt auch noch für zwei Runden. Normalerweise könnte ich jetzt Munition verballern und in den hier reinschießen. Aber ich gehe hier raus, dann kriege ich 100% Feuer. Und jetzt knall ich in dem rein. So. Und jetzt gucken wir mal, was die anderen alle machen. Der stirbt nächste Runde, da brauche ich gar nicht mehr hinschießen, weil der im Overwatch ist. Nachladen. Dann ist er weg. So, das ist perfekt. Jetzt gucken wir mit dem Sniper, ob wir den da reinkriegen, weil der unten stirbt. 50% gib mir, Baby. Schade. Kann ich alles haben. ...75% Schusslinie. Gehen wir mal hin. Der eine links ist im Overwatch. Das ist ein Schaden, das ist lächerlich. 75 gibst du mir. Der eine ist tot, jetzt haben wir nur noch ihn hier. Gibst du mir jetzt 75? ...75%. Geh rauf da. Bang, bang, bang. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir mit unserem Sniper den jetzt mal ins Visier kriegen und dass der stirbt. 50-50. Sitzt. Geil. Back off. Nailed it. Nailed it. Move out. Das Geile ist, wir haben noch den... Wir haben noch tatsächlich da auf der anderen Seite noch zwei, drei Leute, ne? Die wir nicht getötet haben. Die eigentlich auch erstmal am Kampf involviert waren und jetzt irgendwie doch nicht. Wisst ihr? Molotov, baby. Dann gucken wir hier mal ein bisschen rein, ob hier nicht irgendwas Tolles für uns ist. Bevor wir unseren Kollegen Hammett hier rausholen. Weil hier vorne sind doch noch drei. Zwei oder drei Leute sind da noch. Ah, da ist nämlich noch ein Sektenjäger. Oh, da sind sogar noch eine ganze Menge mehr. Da sind sogar noch eine ganze Menge mehr gewesen. Wow. Warum sind die denn nicht mit, raufgegangen in den Fight, das verstehe ich nicht. Naja, uns soll es egal sein. Wir haben den Fight gewonnen. Wir mussten kein Medikit usen. Den Sektenführer hatten wir hier weggeballert, ne? Der hat nicht mal was gegeben, der Arsch. Ah, aber hier, guck mal. Gucken, was hier so Schönes drin ist. Erhöht Granatenschaden um 2. Die Zerstörung aller möglichen Dinge nahm einen wichtigen Teil im Leben des Altforden ein. Sie hatten offenbar Gefallen daran gefunden, fremdes oder eigenes Eigentum zu zerstören. Dieser Hut wurde von sogenannten Preppern getragen, die sich in Höhlen versteckten und Handgranaten auf Passanten warfen. Alles klar, okay. Na, wissen wir wieder Bescheid, ne? Da wollen wir mal reingucken. Hammond!
Wir müssen Hammond befreien. Hammond? Das Weltenende. Hier wird gespeichert. Das ist für ein abgespaceder Raum hier. Das sieht ja nicht mal nach Weltenende aus. Das sieht ja hier voll nach Dings aus. This is all food. Who's storing it here? Hallo? Können wir hier rein? Defekte Waffenteile mehr nicht. Pff. Lächerlich. Bitte dich. Ah, hier ist eine Tür, ne? Defekter Schrott. Defekter Schrott. Notiz. Ingmars Tagebuch, seit 155. Denn der Zeit vergeht, wird es zunehmend schwieriger, Plutonien und ihre Gefolgsleute zu kontrollieren. Meine Worte und Warnungen verhalten ungehört und ich spüre, wie sie Kliko in meinen Verstand nach Wissen sucht, was ich bis jetzt vor ihr verborgen habe. Und das aus gutem Grund. Plutonium beharrt darauf, dass die Zone zurückgesetzt werden müssen und alte Mimir-Verteidigungsnetzwerke dafür der Schlüssel ist. Möglicherweise hat die Codes für die Aktivierung der Waffe, auf die sie so vergessen ist, längst in Erfahrung gebracht. Da ich die Insurgent nicht neutralisieren kann, bleibt mir nur die Wahl, mit den noch fügsamen Subjekten zum vereinbarten Ort zu gehen. Holy shit. Hier abgefahren hier. Ah, Untersuchung. This star. This is the star in my dreams. In Pharaoh's memories. Mimer Enclave. Hammond said this was a tribe of ancients linked to Eden. I remember the Elder talking about something called a missile. A weapon that could wipe out whole settlements in a heartbeat. This is it. I know it. Nothing much scares me, but this thing is scaring the life out of me. Das ist nicht gut, Leute. Mir kommt das hier so vor, als wäre das hier eine Falle. This place reminds me of the Ark, but it's completely empty. It's completely empty, sagt er. Glaube ich nicht. Was ist hier drinne? Absorbiert Explosionsschaden. 4 Wurfweite. 3 und 6. Da der Krieg eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Altwohnen war, haben sie zahlreiche interessante Waffen, Geräte und Rüstungen entwickelt, um diese Umstand Sorgen zu tragen. Diese Rüstung ist dafür ein gutes Beispiel. Sie besteht aus einem vergleichsweise leichten Material, das ihren Träger allerdings vor Explosionen schützen kann. Alter, Leute. Holy shit. Das ist brutal, die Rüstung. Guck mal, wir haben jetzt mit ihnen 3-3. Träger ist immun gegen Elektrizität, ne? Aber das ist jetzt, Alter, 3-6. Wäre halt krass. Mit ihm haben wir 3-6, ne? Ja, weil sie ist ja hinten. Deswegen trägt er die, glaube ich. Ja, 3-6. Krass. Einfach krass. Das ist schon heftig. Mushrooms crying on the dead. Not unnatural, but this is really disturbing. Ich glaube, hier wird gleich ein Fight noch stattfinden, Leute. Novasek was here. They cleared out. This silence doesn't sound good. I feel Hammond's presence. He's near. He's weak. We need to find him now. I don't want to be around when this thing goes boom. Where the hell is Hammond? Ich will mal einmal hinten in den Seiten noch gucken. Nachher verpassen wir da was und dann triggern wir hier irgendein Event oder so. Da habe ich nicht so Bock drauf. What a horrible display. So familiar.
Weil da vorne ist noch eine Notiz. Some kind of control panel. Probably linked to that weapon. I wonder why I see this turned on. Probably some throne for the Novasec leader. Make them look big and powerful. Hier ist wieder eine Notiz. Gegos Notiz. Gego hat es satt, die alte Waffe zu polieren. Aber Gego hat Befehle. Gego hätte mir mit Lux gehen sollen. Ja, den haben wir schon getötet, als er ihm bat, ihm zu helfen, der Sohn Licht zu bringen. Lux wäre ein netter Herr gewesen. Plutonium hat den Verstand verloren und Gego verliert Lust am Leben. Morgen wird Gego in die Schacht stürzen. Dann können sie den metallenen Palus selbst polieren. Wiedersehen, Gegos, der Polierer. Ja, das ist, ich glaube sogar, dass Hammond der Typ Gegos ist hier, oder wie der eine Typ heißt. Ich glaube, dass der da irgendwie durchgedreht ist. GJR 666. Sieht aus wie diese eine Knarre, die meine Sniperin hat, ne? Ja, GJR 666. Die haben wir ja schon, die ist jetzt Stufe 1. Wenn die Stufe 3 ist, dann hat sie halt auch 13 Schaden. Also haben wir nichts Neues gefunden hier. Gehen wir einmal hier safen. Aber unten auf der Sitzung. Und dann schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Und der Polierer hat sich offensichtlich da reingestürzt. Gucken wir mal, was da hinten ist, Leute. Hier ist nichts. Weil Hammond soll ja irgendwo hier sein, ne? Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Hammond! This is it, people. That's Hammond. Hammond! We have to save him. Hammond's barely alive when we find him. But we find him. We find him as a team. With Hammond, the Ark's heart can start beating again. We think our mission is complete, but Hammond insists on telling us the secret. A secret that rips a hole through the middle of my life. He tells us he's been to Eden. Yes, the Eden. The mythical place beyond the zone where the secrets to life are kept. He says Eden is a base for the ancients, who are very much alive and creating the Mimer machines we've been seeing. He says the ancients do know the secrets to life, but not human life. Mutant life. Me, Faro, Selma, Magnus. Our ears perk up. If ducks had ears, they'd perk up too. Us mutants don't remember jack about our pasts. We're walking amnesiacs. We wonder why some of us look like animals. And others have powers we don't understand. Finding out who we are sounds like the quest of a lifetime, or a very big mistake. There's a problem. Hammond tells us the Novasec probed his mind, stole the location of Eden from his thoughts. They're headed there now, determined to unleash the power of the ancients and cleanse the zone, which means killing everyone inside the Ark. Our home. He says there's one chance to beat the Novasec to the gates of Eden. Go through the Forbidden City, he says. It's a shortcut and the Novasec are too scared to go through. That doesn't make me feel too good. Hammond begs us not to tell the Elder, because the Elder won't accept the truth. Our mission was a man. Now it's Eden. We have one final journey to save the Ark. But if us stalkers discover who we really are, will we want to come back? Wow. Alter, das ist krass, Leute. Neue Karteninfo. Das Weltenende. Wir reisen einmal zur Arche. Your mission.
is complete, Stalkers. You returned Hammond safe and sound. Our machines will hum with new life. The Ark is forever in your debt. Thank you. My little birdies have told me. Hammond thinks the fabled Eden lies beyond the Forbidden City. And you are thinking of going through the city to get to Eden. Have I taught you nothing? There is no Eden. And even if there were, entering the Forbidden City is impossible. That is the city where the Red Plague started. The ancients in charge thought they could quarantine the people by building a giant wall that covered the entire city. It stands to this day, impenetrable. You should stay at the Ark and heal your wounds. No more adventures. Irgendwie will er uns von irgendwas abhalten. Ich glaube, der will uns von irgendwas abhalten. Welcome back to Aridius. Safe travels. Von irgendwas will uns der abhalten, der Typ. Glaube ich. You want something? Talk to me. Jetzt haben wir einmal ordentlich Bums hier. Nehmen so eine Sniper nochmal. Ich glaube, wir müssten jetzt mal langsam von dem Silence weggehen. Later, bald. Stalkers. Later. Bald müssten wir, glaube ich, mal von den Shit weggehen und mal gucken, was da noch so ist. Erhöht Granatenschaden um 2 ist Trash. Das ist Trash, Leute. Wir haben irgendwas neu gekriegt. Ja, Molotow und Granate, genau. Immer wieder eine Granate in die Hand drücken. Mutation. Wir haben 13 Punkte. Fehlt uns noch was. 15 und 7. Da fehlt leider noch ein bisschen was. Wir wollen aber noch mal einmal kurz zum Weltenende. Ich wollte noch mal einmal unten in das Loch reingehen, weil da ja der, da ist doch diese Notiz gewesen bei der Rakete. Das würde ich mir doch noch gerne nochmal angucken, weil ich habe erst gedacht, ich trigger hier irgendwas und habe deswegen die Reise zurückgenommen. Weil ich Angst hatte, dass wieder irgendwas passiert und das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt keinen Fight machen. Deswegen will ich einmal die Notiz da nehmen. Da vorne ist doch so eine Notiz, die will ich mal lesen. Helk-Buch der Rap. Diese überaus lehrreiche Buch dürfte nur von den angesehensten Scholaren der Altvordern gelesen werden und beschreibt die Reparatur einiger ihrer komplexen Geräte. Wussten Sie, dass Ihre Kassetten mit einem Stift zurückgespult können? Geil, Alter. Oh Mann, die Dinger sind geil. This was placed in such a way that indicates the Nova Sect held it in high. Wir haben aber nicht Hammond mit dem Team, ne? Nee, wir haben nur die beiden. Ja. Something about disk drives and. Dann haben wir das wenigstens schon mal genommen. Das ist hier Eden. Das Schloss der Lichter. Und dann müssen wir hier hin. Und von hier geht's dann weiter.
Oh, das wird gut. Das wird richtig gut. Man will halt unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht, ne? Da müssen wir hin. Ich weiß aber auch nicht, ob jetzt hier wieder neue Gegner sind oder nicht. Normalerweise dürfte es nicht sein. Also wir hatten ja hier alles geräumt. Kann aber sein, dass hier diese neuen Eden-Roboter sind, ne? Wer weiß. Aber ich glaube, hier ist nichts Neues. Hier hatten wir ja diese Police-Roboter hier überall. Genau, hier war dieser Lichtidiot. Und den hatten wir ja komplett auseinandergenommen. Hier geht's runter? Echt? Ja, hier geht's runter. Wow. Ah, jetzt kommen wir da unten hin. Und dann von da zu dieser anderen Ecke. Grab der Altvordernen. Geil. Leute, es wird interessant. Aber wie interessant es wird, das sehen wir tatsächlich erst in den nächsten Parts. Danke fürs Zusehen, danke fürs Hiersein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es hier weitergeht. Mega geiles Game. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.